Ja, moin Leute, willkommen zurück zum achten Teil meiner Let's Play-Serie von New in Tasty. Willkommen zurück in Rapture Farms. Wir sind in Zulag 1 unterwegs. Hier gibt es 5 Geheimgänge und 73 Mudokons an der Zahl zu befreien. Ich starte direkt. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Video und los geht's. So, wir starten direkt. Schanden hier einmal. Die Zahl übrigens in dem Portal bedeutet, wenn wir mit einmal 3 Mudokons mindestens durch dieses Portal jagen, bekommen wir hier diese Spezialfähigkeit, die wir durch diese Tempel bekommen haben. Wir stellen uns einfach ganz nah an ihn, lassen Schatten gedrückt und zerstören damit den ganzen Spaß. Ganz einfach. So, jetzt laufen wir einmal komplett links durch. Springen hier durch die Lichtschranke, denn wir brauchen hier so ein paar schöne Granaten. Und wie gesagt, auf schwer hat man halt nur 3, das ist ein bisschen doof. Zack, zerstören den Slick und den Unterdrücker. Öffnen hier die Lichtschranke und fallen uns ein, dass Slicks. Man hätte auch mit Glück mit der Granate nur den Unterdrücker zerstören können. Aber das spielt eigentlich keine Geige. So hätte man mit dem einen Slick oben die anderen beiden weghauen können. Jetzt laufen wir nochmal zurück und holen uns nochmal eine zusätzliche Granate. Weil, wie gesagt, Granaten sind immer gut. Und durch die Aktivierung des Alarms ist auch die Lichtschranke wieder an. Also noch einen Hebel ziehen. Die meisten Mudokons, die wir hier befreien können, befinden sich übrigens in altbekannten Geheimgängen. Also sehen wir hier nicht viel Neues. Aber die Geheimgänge sind hier teilweise etwas leichter als am Anfang. Jetzt halten wir uns erstmal nach rechts. Wir laufen hier ganz schnell nach rechts. Wir ziehen den Hebel in der Hoffnung, dass der Fleischwolf alle Slugs platt macht. Das hat scheinbar sogar geklappt, Gott sei Dank. Sollte das nicht klappen, restartet so oft neu, bis das funktioniert hat, weil der Slug geht dann nachher so auf den Sack, wenn der uns hier verfolgt. So, wie gesagt, immer schön mit den Quick-Saves arbeiten. Laufen ein Stück nach rechts, springen dann schnell wieder hier auf die Plattform, fallen um den Slick und rotzen uns die ganze Slugs einmal weg. So lange, bis keine mehr kommt. Damit wir uns hier in Ruhe fortbewegen können. Das sollte schon gewesen sein. Hier gibt es dann die nächsten Mudokons schon zu befreien. Die können wir uns aber später alle holen. Gehen jetzt mit dem Slick erstmal weiter. Denn hier gibt es noch ein paar Slicks zu töten, bevor wir in die Richtung zurückgehen. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Da freut sich. Wir kommen ja später zurück, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Hebel ziehen. Ach, das ist ja Käse, ich bin ja hier durch. Zack, wir laufen einmal hier lang. Oh nein, Alarm, ich habe Angst. Springen hier hoch. Sehr schön. So, den brauchen wir glaube ich auch nicht mehr. Hauen den weg. Können den Hebel hier wieder ziehen. Den befreien wir gleich mal, dann haben wir schon den nächsten Mudokon, der freut sich. Machen einen Quick Save und springen hier rüber. Weiter geht's nach links. Rennen hier noch so ein schönes Stückchen. Und jetzt gehen wir erstmal hier her. Schmeißen hier eine Granate hoch. Gucken uns kurz mal die Kotzen. Dann springen wir hier hoch. Aktivieren erstmal die Falltür, dass die nicht mehr zur Falltür wird. Also, dass man mal drüber laufen kann. Schnappen uns einer Slicks, rotzen die anderen beiden weg und mit dem laufen wir jetzt erstmal weiter. Denn da kann so eine Sprachbarriere überwinden. Alles klar, vorher nicht geübt. So, jetzt können wir den zerstören und brauchen den Kollegen nicht mehr. Jetzt können wir hier runtergehen, laufen ein Stück
Hier können wir nämlich vier Mudokons an der Zahl befreien. Follow me, everyone. Hello. Follow me. Okay. So, sind das jetzt vier? Genau, läuft. Laufen das Stückchen zurück. Und damit haben wir die nächsten vier schon frei. Jetzt gehen wir einfach weiter nach links. Und rollen uns hier durch. Wir springen erstmal hier hoch, holen uns den Checkpoint. Wir gehen jetzt erstmal hier lang, chanten, damit der Kollege hier drauf geht, durch die Mine, die da eigentlich steht. Springen, na, springst du hier drauf? Alles klar. Chanten hier eine Runde, damit wir den nächsten Sieg uns kassieren können und den können wir direkt auch in den Selbstmord schicken. Und dann ziehen wir hier alle Mutterkunst ein Stück weit nach links, wegen dieser Mine. So, dann kommt da mal ein Stück mit. Am besten hierher. Dann könnt ihr warten. So, ein Stück zurück. Schmeißen die Granate da rein. Warum lässt der zwei fallen? Ich weiß nicht warum. Egal. Ihr könnt mir jetzt folgen. Wir gehen hier ganz nach rechts. Wir warten die Kollegen erstmal, denn das wäre gefährlich sonst. Die Klappe muss ich nämlich erst schließen. Hier brauche ich wieder mindestens drei Mudokons, um die Spezialfähigkeit zu bekommen. Wir klettern hier hoch, sprechen alle an. Ihr könnt mir alle folgen. Ran hier. Das bezeichne ich jetzt mal nicht als Geheimgang, weil es offensichtlich ist, finde ich. Na, komm her. So, klettern wir hier wieder hoch. Wir müssen leider einmal die Spezialfähigkeit aktivieren. Alles klar, das liegt jetzt platt. Gehen wir einmal hier hoch. Aktivieren den Checkpoint und den Geheimgang, den kennen wir ja schon, da müssen wir runter. Und wie wir jetzt sehen, fällt ja deutlich einfacher aus. Hier müssen wir übrigens auch sofort chanten, denn direkt an unserer Stelle, wo wir stehen, stand ein Slick. Das habe ich jetzt völlig vergessen. Die ganzen Fleischwölfe, sage ich jetzt einfach mal, die sind alle verschwunden. Jetzt krallen wir uns einen der Slicks. Okay, so ist auch okay. Ich habe die Slicks, die Mudokons Gott sei Dank noch mit Watch Out warnen können, damit die sich alle ducken. Und dann können wir den Kollegen jetzt ja auch die Luft jagen. Feuer frei. Nur gut, dass ich schnell speichern gemacht habe, denn gerade die Granate einfach mal zu weit geworfen. Wir begrüßen nochmal den Kollegen hier. Ziehen den hier rüber, damit er nicht von meiner Granate getötet wird. Einmal die Granaten schnappen. Save Point. Wir schmeißen einfach jetzt von oben. Zack, direkt drauf. Das ist am einfachsten. Krallen uns nochmal die Granaten, dass wir drei voll haben. So. Jetzt können wir alle abziehen. Wir können alle hier runterkommen. Alle sind hier in diesem Bereich befreit. Jetzt gehen wir hier raus und gehen in den nächsten Bereich. So, und das kleine Riesentafel, da sehen wir wieder, wie viele schon geflohen sind, wie viele Opfer. Und hast du nicht gesehen, da sollte jetzt als Geflüchtete nur 155 stehen, sollte das der Fall sein. Haben wir bis jetzt alles richtig gemacht. Und steht da, alles klar. Hier jetzt wieder ganz wichtig, wenn wir jetzt eins dieser Slicks, die Kontrolle über so einen Slick übernehmen. Ganz wichtig, sofort auf den Steuerkreuz nach unten drücken, damit der sagt, dass die Mudokons sich quasi in Deckung begeben. Ansonsten ist die Gefahr, dass einer von denen abgeschossen wird. So, das war schon mal der erste. Die Mudokons ducken sich alle. Okay. Alles klar, der hat sich geduckt. Okay, den können wir jetzt in die Luft hauen. Wir machen einen kurzen Schnellsave. Jetzt laufen wir ganz schnell in die Lichtschranke.
und renne ganz schnell wieder zurück. Denn jetzt kommt ein Slick, der nicht gerafft hat, dass ich weggerannt bin. Ach, die sind so dumm manchmal. In der Hoffnung, dass keiner der Mudokons drauf geht, aber das würde man jetzt schon an der Opferzahl sehen, da hat sich nichts getan. Also haben wir hier, den können wir auch gleich direkt in die Luft hauen. Damit können wir jetzt die ganzen Mudokons anquatschen. Okay, da haben wir sie alle. Einmal da rein. Und da haben wir jetzt wieder eine ganze Menge gerettet. Können wir jetzt in die Tür gehen. Und hier müssen wir, wenn wir jetzt kommt gleich zum Fahrstuhl, mit dem fahren wir eine Station nach oben. Springen wir erstmal hier rüber, rufen den Fahrstuhl und ganz wichtig, wenn der Fahrstuhl oben angekommen ist, sofort nach links laufen. Warum? Seht ihr jetzt? Überraschung, wer wird denn da wach? Wir hochspringen. So, auch hier gilt wieder ein Slick übernehmen, sobald man den hat, die Mudokons warnen. Zwei tot. Ach ne, einer war's. Der andere ist nur gestürzt. Also machen wir dieselbe Prozedur. Alles klar. Alle tot. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann können wir den zerfetzen. Dann können wir nämlich jetzt hier runtergehen. Die nehmen wir mit. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die alle auf den Fahrstuhl kriegen. Alles klar. Wir fahren einmal runter. Retten die fünf Kollegen. Dann haben wir die auch befreit. Können wir da hochfahren. Jetzt sind wir bei 167. Ach so. Einmal Hebel ziehen, sofort hier rein. Nächster Geheimgang. Als erstes übernehmen wir wieder die Kontrolle über einen Slick. Bam, natürlich wieder die Mudokons. Schade, ich habe es nicht ganz hinbekommen. Also freuen wir uns den nächsten noch. Ist der jetzt echt ein Bruder gefallen? Ist ja verrückt. Okay, mit dem laufen wir jetzt hier runter. Warnen auch hier wieder. Schade. Ja, manchmal klappt es halt alles nicht so schön. Dann gehen wir erstmal hier runter, krallen uns noch den letzten Slick, der nicht hören will. Einmal Self-Destruction. Klettern wieder hoch. Krallen uns vorher wieder ein paar Granaten. Denn die sind immer gut. Einmal alle rufen. So, wir machen erstmal das Portal schon mal auf. Zeit lassen können. Zack, kommt runter. Aktivieren das Portal und schon sind die nächsten. Wie viel waren es? Acht. Acht Mudokons befreit. Ab ins Portal. Und jetzt geht es wieder weiter nach links. In einer der bekannten Geheimgänger. Aber vorher gehen wir erstmal ganz nach links, deaktivieren die Blitzschranke, holen uns den Slick, damit wir weiter links noch ein paar Slicks wegkotzen können. Der ist weg. Ist er ganz weg, ja. Und da ganz hinten ist auch noch einer. Genau. Ist da noch einer, den ich kriege? Ja. Alles klar, damit müssen wir alle Slicks haben, können uns selbst in die Luft jagen und gehen jetzt hier in diesen bekannten Geheimgang. Einmal rein. Das ist auch relativ simpel. Einmal chanten, wie immer. Dann haben wir den hier. Springe einmal runter. Das manchmal ist gar nicht so einfach, alle mit einer wegzurotzen. Naja, das ist nicht so wild. Das sind zwei direkt übereinander. So, jetzt haben wir die. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir gehen jetzt von dieser Plattform links nach unten und klettern sofort wieder hoch. Warum? Seht ihr jetzt.
Zack. Überraschung. So, wenn ihr an der Stelle angekommen seid und dann 175 bei Ausbrecher seht, habt ihr jetzt immer noch alles richtig gemacht. Einmal runterspringen, chanten und die nächsten 8 sind befreit. Gehen nochmal auf Nummer sicher, dass wir unseren Bombenhaushalt aufgefüllt haben. Scheinbar ja. Und gehen hier raus. Jetzt gehen wir wieder hier hoch, gehen zum nächsten Geheimgang. Und hier müssen wir aufpassen. Sofort, wenn wir hier runtergehen, müssen wir gleich eine Etage versuchen runterzuklettern. Denn hier wartet dieser Slick auf uns. Aufgepasst, sofort runter. Ach scheiße. Das hat leider nicht geklappt. Denn wir standen zu sehr mittig. Was ist denn jetzt? Okay, so kann man es natürlich auch machen. Egal, er geht noch weiter runter. Dann schnappen wir uns halt den Slick. In der Regel, normalerweise bleibt er da oben stehen und fällt da eben nicht runter. So, einmal die Kollegen hier waren. Irgendeiner draufgegangen, Opfer 0, alles schön. Schnappen uns den nächsten Slick. Eine von vielen. Zack, hauen den in die Luft. Deaktivieren die Blitzschlanke. Deaktivieren die Blitzschranke. Und die nächsten Modocons, 4 an der Zahl waren es diesmal, sind befreit. Okay, jetzt gehen wir ganz an den Anfang des von Rapture Farms zurück. Da haben wir auch nochmal einen Haufen Modocons zu befreien. Hier müssen wir aber nicht mehr so viel beachten. Wir quatschen die jetzt einfach mal alle an. Haben wir alle? So, einmal alle da rein. Das sind echt viele diesmal. Zack, 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 zack. Dann gehen wir hier noch in diesen Geheimgang. Und auch hier sieht man wieder, dass die sich deutlich vereinfacht haben, also nicht mehr so schwer sind. Denn die ganzen Fleischwölfe. Das sind jetzt halt Fleischwölfe, Fleischwölfe. Sind alle weg. Und dadurch ist es alles relativ einfach. Es geht schneller. So, wir knallen einmal diesen Kollegen weg. Alles klar, einmal selbst zerstören. Abe freut sich. Einmal alle anquatschen. Folgt mir. Und da sind schon die nächsten befreit. Also relativ simpel. So, und jetzt sparen wir uns eine Menge Zeit für den Rückweg, denn auf der linken Seite ist jetzt ein Portal und das transportiert uns direkt an diese Sprachzentrale oder Sprachbarriere, Checkpoint, wie man es auch immer nennen will. Zack. Damit sind wir wieder hier. Wir laufen den ganzen Weg jetzt zurück. Wie weit man diesen Fleischwolf schon hört, ist echt faszinierend. So, sind hier bei 204. So, jetzt gehen wir hier weiter. Denn hier haben wir noch einen Kollegen zu befreien. So, an der Stelle müssen wir jetzt bei 208 Mudokons sein, ansonsten ist bei euch irgendwas schief gelaufen, ganz wichtig. Jetzt können wir eine Mädel ziehen und jetzt wird mir einiges klar. Ich habe mich in dem ersten Video, glaube ich, darüber beklagt, wozu dieser Gang hier war. Natürlich, das habe ich vergessen, das ist einfach zu lange her. Natürlich, wenn wir reinfahren, kommen wir zu Zulag 2 und dann geht es dann auch weiter.
Wenn wir am Anfang nämlich in Rapture Farms starten, kommt man hier nicht weiter. Da fällt nur ein Nidokon und dann war's das. Ja, das war's auch schon mit Zulag 1. Wir haben alle Nidokons befreit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und beim nächsten Mal ist dann Teil 9 dran, Zulag 2. Ich bedanke mich fürs Einschalten, haut rein, ciao.